Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Factorio hier auf Seagame Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir spielen hier in der C-Blocks Challenge und haben hier ja zumindest zum Teil schon mal ein bisschen was aufgebaut, beziehungsweise versucht hier diese Steam Cracker, die stehen schon mal, um dann nachher Plastik zu machen. Die Holzvergaser, so nenne ich sie jetzt hier einfach mal, die stehen noch nicht. Die sollen aber noch in Gang kommen und hier soll noch ein bisschen Kohle kommen. Aber wir kümmern uns jetzt erstmal um die Produktion der Holzvergaser, dass wir da ein paar mehr haben. Und werden deswegen da mal ganz kurz rübergehen. Hier die Bauroboter sind natürlich hier richtig schön am Arbeiten. Oh ja, ich sehe schon, das bringt Spaß. Das bringt auch, kostet bestimmt auch schon wieder viel Energie. Ja, es geht so. Es geht so. Aber der Energieverbrauch ist schon nicht schlecht, der jetzt hier rüber geht, also über diesen ganzen Flugzeugs gelöt. Momentan ist ja unsere Produktion hinten gar nicht so beschäftigt. Da sollte eigentlich gar nicht so viel passieren im aktuellen Moment. Das liegt einfach daran, dass wir da gerade keinen so großen Ablauf haben an Rohstoffen. So, was ist denn hier schon wieder los? Was fehlt euch denn? Euch fehlen... Ah ja. Okay. Gebe ich mal so noch ein paar Kupferrohre dazu. Oder Bronzerosen, das ja. Die produziere ich ja gerade selber noch. Ich brauche aber selber eigentlich auch welche. Das ist so das große Problem. Wie sieht es hier aus? Das sind die Rohre auch alle. Wir müssen uns unbedingt doch nochmal Bronze holen. Und muss ich mit Stahl vorher ablegen, damit ich genügend Bronze holen kann. Da oben in der Ecke, in der einen, da waren ja. Da war ja noch so ein bisschen. Huch, habe ich jetzt rausgepackt. Ja, Prozessor kann ruhig raus. Ist eigentlich nichts Wichtiges rausgeflogen, ne? Ne. Gut. Achso. Jetzt habe ich gesehen, was noch mit rausgeflogen ist. Das hier, das kann ich gleich mit einsortieren. Dann schmeißen wir das noch weg hier. So. Gut. Das Eisenerz kann ich ja gleich einsortieren hier im... in der Kiste, die dann da aus dem Eisenerz ein paar Sachen macht. Diese flüssige, die Flüssigkeit zum Ätzen der Platinen. Da ist nämlich hier schon das Eisenerz alle. Ach, hier, guck mal, hier bin ich durch. Das ist sowieso das Gleiche. So. Dann können wir die wieder herstellen hier. So, weiter geht's. Wir brauchen noch Press in Unmassen. Und die, da werden wir jetzt erstmal einmal ein paar Unmassen nochmal da runterholen. Es ist leider so, dass wir da noch, ja, genau an der Stelle quasi eigentlich sinnlose Sachen machen. Also wenn wir dumm durch die Gegend laufen bis zu diesen Kisten hier und dann hier alles wegholen. Schon wieder Eisenerz geliefert, okay. Gut, hier oben könnte eigentlich kein Brass mehr drin liegen, weil sonst das würde ja in dem System auftauchen. Das würde mir ja dann bringen wollen. Perzeug. Gibt es noch mehr Eisenerz im System hier? Ja, damit. So. Im Logistikspeicher 200 sind da irgendwo. Irgendwo ist noch ein bisschen Eisenerz drin. Was machen die jetzt hier? Versteht man nicht ganz, aber die. Achso, die fliegen sie wahrscheinlich an, weil sie alle noch den Auftrag hatten. Sie sollten mir Eisenerz bringen. Jo, na gut. Okay, also 480 sind noch irgendwo in irgendeiner Kiste versteckt, aber die sehe ich jetzt gerade nicht. Aber das nehme ich auch gleich mit runter und dann werden wir da auch dieses Ätzzeug draus machen und gut ist. Wir könnten hier natürlich immer ganz kurzzeitig dafür sorgen, dass wir diese drei Förderbänder da zusammenbringen und dann da ganz kurzzeitig ein bisschen mehr Plastik hinkriegen, aber das wäre auch wirklich nur ganz kurz und dann würde dann hier aber über längere Zeit das hier schon dann aufgeteilt werden und das hat ja dann auch keinen großartigen Nennwert an der Stelle, würde ich sagen. So, dann nehmen wir die Rohre hier nochmal mit. Hier ist jetzt noch ein bisschen Brass, den können wir ein paar Rohre herstellen. Hier werden wir Eisenerz ablagern. So, wie sieht es hier aus? Ist da noch Eisenerz drin? Nee, nicht wirklich. Na gut, das für Beton ist hier noch drin, aber die Betonproduktion, ist die denn dann noch... Na doch, die könnten noch, können wir noch aktivieren. Da geht noch was. Dann nehmen wir das mal mit hier, das und das. Und hauen das mal hier oben einfach rein. Ich weiß gar nicht, wo das hin musste. Hier müssen die, glaube ich, rein. Und wo muss das Silizium hin? Das muss hier irgendwie hinkommen. Der Kiste? Ja. Okay, gut. Dann produziert das da erstmal wieder ein bisschen was.
Dann kriegen wir dann noch wieder ein bisschen Flüssigbeton. Ich glaube, der wird sogar noch vergossen. Ich weiß aber nicht, ob das Stahlbeton wird oder normaler Beton. Ist mir aber auch jetzt erstmal egal. Gibt hier alles rum, jede Menge Erde. Gut, dann gehen wir jetzt mal weiter ran hier an die Produktion von dem Teil hier. Und schmeißen hier mal ein bisschen Dress rein. Aber das ist nicht das, was fehlt, ne? Was fehlt dir jetzt? Nicht für MK1, der fehlt und dem fehlt Stahl. Moment, das ist jetzt auch kein Problem. Da habe ich hier unten gerade welches reingelegt. Eine Kiste war es hier. Das ist ein bisschen Stahl. Deine kann ich hier noch geben. Ich glaube, die muss ich Beton geben noch, ne? Ja. Ein Stack mit rein, dann brauche ich mich da reinfummeln. So. Und hier müssen wir mal noch Eisen nachliefern, okay. So, gut. Damit die Dinger dann mal alle produziert werden hier, dann brauchen wir ja noch ein paar Stück von. So, dann müssen wir hier noch wieder Bronze reinwerfen für die Rohrproduktion. Nein, das war die Kiste. Jetzt hast du noch zweimal Bronze über. Bronze habe ich hier nicht reingeschmissen. Ein bisschen Glück kannst du hergeben. So. So, dann machen wir dann nämlich hier ordentlich unterirdische Rohre draus. Jetzt kriegen wir schon wieder. Ah ja, jetzt müssten ja bald dann. Genau, der Logikspeicher ist leer. Auf dem Weg sind 700 zu mir. Okay. Das heißt also, da werden wir auch Probleme kriegen dann. Aber schon mal interessant, dass da 700 auf dem Weg zu mir sind, ne? Also, dass das geht. Aber die eine Folge hieß ja 1221. Und das nicht ohne Grund, denn so viele von den Logistikrobotern sind hier momentan im Besitz. 740 sind sogar gerade verfügbar. Und wir haben 6534. Und das muss man eigentlich noch 9 Stück machen, dass da 6543 steht. Da sieht die Zahl schöner aus. Naja, gut. Kommt der innere Monk durch. Tut mir leid, habe ich manchmal. So. Ah, bringen wir mal das Eisen erst hier noch ran. Dann gucken wir mal ganz kurz auf der Map. Wo ist denn hier eigentlich dieser grüne Bereich? Da müssen wir unbedingt diesen grünen Bereich müssen wir hier bekämpfen. Da müssen wir unbedingt mit den Straßen durchkommen. Hier unten müssen wir die Querstraße legen, wenn die hier mit dem Sandschmeißen fertig sind. Genau, da ist noch ein bisschen was zu tun. Dann können wir hier zwischen die Querstraße machen. Dann können wir gucken, wo die Straße hier lang geht. Dann müssen wir das alles sauber mal verarbeiten. Weil das Straßensystem hier unten passt nicht zu dem Straßensystem von oben. Was früher oder später dazu führen wird, dass ich hier noch wirklich nochmal eine Umbauarbeit hier unten mache. Und das da unten auch vergrößere. Aber da mache ich noch, da gibt es noch, das dauert noch ein bisschen. Aber das ist auch in Planung, dass wir dort quasi dann weiter dran sein können. Wo habt ihr jetzt hier dieses ganze Bronzezeugs hier? Ach, Bronze sind jetzt immer 21.000 im Logistikspeicher drin. Interessant. Wie kommt das denn jetzt? Aha. Interessant. Hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Aber das ist etwas, was ich unbedingt machen werde. So, jetzt bin ich rausgelaufen aus dem Funk und schon fliegen sie alle irgendwo hin. Und selbst wenn ich wieder reingehe in den Funk, kommen sie jetzt nicht einfach zurück. Ne? Und diese Brücke, die muss hier unbedingt geschlossen werden, diese Lücke. Weil da renne ich jedes Mal durch. Und ich weiß noch nicht, wo muss ich denn da hin? Ja, da muss ich da irgendwie dazwischen und das da dazwischen. Oh Gott, ob wir das so wollen, weiß ich noch nicht. So, dann haben wir nochmal ein paar Blastpipes geholt. Die werden wir dann unten vielleicht eventuell noch der Produktion zugutekommen lassen für unterirdische Rohre und ähnliches, damit da ein bisschen was passiert. Aber das ist schon schwierig. Eigentlich wollte ich mich darum kümmern, dass ich diese Kohlegeschichte fertig kriege jetzt hier heute. So, da
da haben die alle nie drauf, glaube ich, jetzt. Wie viel habe ich von den unterirdischen? 50. Naja, damit komme ich jetzt ein Stückchen weit für das, was ich jetzt machen will. Ich muss das jetzt nämlich noch ein bisschen mal dazwischen bauen. Die Verbindungen und dann auch die Verbindung von oben nach unten durchsetzen. Damit da schon mal ein bisschen was geht. So, das fliegt alles weg hier. Es kommt alles, muss alles nochmal neu umorientiert werden. So, und zwar brauche ich nämlich eine Verbindung des Gases von hier nach dort. Von hier nach dort. Und danach da. Dann können die da oben schon mal Gas produzieren. Die Frage ist, ob wir hier nicht vielleicht eventuell ein Lager dazwischen bauen. Dann mal für schlechte Zeiten oder so. Upsalat. Aber theoretisch sollte das ja alles so ausgeregt sein, dass es jetzt kontinuierlich produzieren kann. So. So. Sehr hübsch. So, und dann kommen wir jetzt bis dahin, ne? Weil hier zwischen die Verbindung auch alle fehlen. Und dann sehen wir schon gleich, dass ich nicht genügend unterirdische Rohre habe. Ja, die fehlen mir jetzt zwar welche, aber... Da bedarf es dann noch mehr. 24 kann ich selber herstellen. Das ist natürlich auch nicht so viel. Na gut, okay. So, gut, dann werden wir uns dann hier unten drum kümmern, während wir die Rohre geliefert kriegen und die Unterirdische schon alles wieder angeliefert kriegen, werden wir uns darum kümmern, dass wir hier ein bisschen die Produktion anbauen für die Holzkohle, beziehungsweise für die Kohlepellets, damit dann dort der Dampf entstehen kann, den wir brauchen. Denn nichts ist schöner, als unter Dampf zu stehen. Na egal. Nee, war nicht so gut, ich weiß. Aber macht nichts. Manchmal, ne? Und so. Ich entschuldige mich in allerschärfster Form. So, hier kommt dann einer hin und er musste noch einer dann wieder hier hinkommen. So, bin ich davor? Ja. Nee, eins ab. Eins ab dann schon. So. Mal die Fabriken hier erstmal ein bisschen auf. Nee, das ist zu nah dran. Wieso? Was? Nein? Oh, schierlos. Moment. Achso, jetzt sehe ich, was ich gemacht habe wieder. Ich habe es wieder direkt ans Förderband gestellt. Ich hält. Das soll man natürlich nicht. So. So. Das war jetzt zu hoch. Wieder direkt am Förderband. Wieso passt das jetzt wieder nicht? Was habe ich denn da wieder für einen Blödsinn gemacht? Ah ja. Wo wird ein Schuh draus? So. 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 Gut. Dann müssen wir jetzt die Öfen da dazwischen setzen. Wo hätten wir sie denn gerne? Ich hab sie doch schon produziert, da sind sie. So, die müssen jetzt hier dazwischen. Wie steht denn der? Der steht eigentlich direkt da dran. Achso, die sind jetzt hier zu hoch. Kann sie ans eigene Bausystem nicht halten, ne? Das ist manchmal echt nicht schön. So, dann müssen wir hier die Öfen dazwischen schieben.
So, dann kriegt ihr hier ein, da ein, hat. Da ein. Dort ein. Na, was ist los? Da ein hin und da ein hin. Da so lang, da so lang. So. Ein rein. Raus, raus. Muss natürlich auch liegen. Stimmt. So, dann haben wir das nämlich hier schon mal so durchaus fertig. Das ist schon mal gar nicht so uncool. Dann haben wir dann mindestens die Kohleproduktion gesichert. Und das sollte dann ja frei funktionieren. So, und jetzt müssen wir nur noch den, der das dann da liegt, dann hinbauen und aus der Fabrik heraus, ne? Da muss jetzt denn, ah ja, da muss das denn stehen, okay, also aus der Fabrik raus, der rüber, da raus, dahin, da, so, der gibt das dann nämlich in den Gaskocher rein, also in den Dampfherstellungsprozess. So, jetzt müssen wir natürlich hier mal ganz kurz gucken, dass wir die jetzt alle durchkonfigurieren. Jetzt sind Roboter, die hier rumfliegen, die machen mich schon ein bisschen kirre im Kopf. So, den haben wir durchkonfiguriert. Müssen wir den durchkonfigurieren, ne? Den das zu geben, dann mach das falsch, okay. Gut. Hm, da fehlt noch ein Knickarm. Da fehlt noch ein Knickarm-Roboter. So, droppen. Drop dahin, drop dahin, drop dahin. Und hier fehlt noch einer, der das nach unten gibt. So, okay, das sieht doch erstmal schon mal fast professionell aus. Dann machen wir hier einen Strommast hin, hier einen Strommast hin. Hier ein hin, dort ein hin, da ein hin und dann hier ein hin. Dann können wir den hier noch hinstellen. Laufen, so. Okay, dann haben wir das erstmal schon mal so weit jetzt. Alles schick gemacht hier. Kohle, 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 Kohlepellets. Das Ding musst du herstellen. Das hier oben wieder rein. Das stellt ihr her. Und jetzt gehen wir da hinten noch einmal hin. Holen uns das ab. Und lassen das dann hier in den mittleren Fabriken herstellen. So, dann müsste doch das jetzt hier ja schon richtig schön aussehen. Wir brauchen jetzt noch den Dampfgenerator hier an der Stelle dann immer, dass das dann hier, ups, dann auch ordentlich dampft. Und dann müssen wir natürlich die ganzen Dings noch umstellen, umdrehen. Ein paar von den Werken stehen nämlich falsch rum für unser Vorhaben. Und das ist gar nicht so gut. So. Dann brauchen wir hier noch wieder unterirdisch fürs Wasser. So, ne, weit, so. Das dann hier dran liegen. Da dran liegen. So. So, Wasser haben wir. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Jetzt müssen die Leute hier noch gesagt kriegen, erstens, wie rum sie stehen und was sie produzieren sollen. Du bist ein Steamcracker, sollst das machen und sollst das produzieren. So. Der steht richtig rum, der steht richtig rum, der steht falsch rum. So, der steht richtig rum, der steht falsch rum. Richtig rum, der falsch rum. Hoppsala. So.
stehen alle richtig rum. Die müssen wir umdrehen. So. So. Sehr schön. Ah, schön zurück oben. Na. So. Und dann haben wir nur noch die hier umzudrehen. Und dann können wir die hier noch versorgen mit dem, was sie machen sollen. Sehr schön. Gut. Also, da geht schon mal ein bisschen was. Die endgültige Verbindung nach oben ist natürlich noch nicht gegeben. Von denen werden immer noch ein paar gebraucht. Und zwar immer noch genau 50 Stück. Verstehe ich gar nicht. Was ist denn da in der Produktion los? Na gut, egal. Da kümmern wir uns dann beim nächsten Mal drum, dass wir die dann fertig gebaut kriegen. Und dann müssten wir das eigentlich bis hier unten quasi angeschlossen kriegen. Wir müssen noch ein paar Flares machen. Haben wir aber hier 7 Stück. Wollen wir machen noch eine 8. dazu, wenn wir schon dabei sind. So. Für das Residualgas, was hinter einem Tank dann verbrannt wird. Das ist Residualgas, das werden wir in den Tank lagern. Und das andere Gas werden wir hier auf der Eingangsseite in den Tanks lagern. Da müssen wir uns nochmal Tanks machen. Ich denke mal, wir werden die größtmöglichen Gastanks machen, die wir können. Das sind diese Petrochem-Tanks hier. Die sehen ja ganz gut aus. Can hold fluid. Okay, das ist was? Fluid. Naja, gut. 125.000 Units gehen da rein. Also da geht einiges rein. Und das werden wir dann halt in einem Overflow-Ventil dann in ein Flare drücken, was zu viel ist von diesem Residualgas. Ansonsten brauchen wir das nämlich nachher für unsere Schmiermittelherstellung. So, aber für heute war es das erstmal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ja, könnt ihr gerne ein Like da lassen und oder ein Abo. Ich würde mich riesig drüber freuen, was wir beim nächsten Mal wiedersehen und wir dann hier schön fleißig weiterbauen können. Jetzt habe ich vergessen, von der vorigen Folge einen Screenshot zu machen von dem ganzen Zeugs hier, aber macht nichts. Jetzt machen wir erstmal einen für diese Folge. Und dann gehen wir hier unten nochmal rein und dann machen wir hier so ein ganz banales Bild. Achso, das passt ja auch nicht zu der vorigen Folge. Naja, gut, wir werden schon finden, was wir da für ein Bild nehmen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.